wir da schon vorbei können. Hol ich mal aber eben nutzen. Flash hat mehr Leben als Cengiz, okay, obwohl der Tank ist. Komisch. Kömisch, 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 römisch. Probier's aus. Ist ja direkt hier um Ecke. Könnte ich noch das Land nach irgendwelchen Kleinigkeiten abgucken? Käse, fertig. Würziger Käse. Direkt den nächsten würzig machen. Ja. Machen wir jetzt immer alles parallel. Danach müsste eine Zweierstufe kommen und dann wieder eine oder so. Okay, ein Heil und ein Gargold. Kreisjäger. Heil. Auf jeden Fall machen erst den Heilschleim kaputt. Nee. Heilschleim. Da können wir den auch noch mit unterlegen. Und holen uns ein bisschen Mana wieder. Ein Mana zurück im Händen. Oh, Vakuumhieb. Ach, geh doch sterben. So. Du wolltest doch lieb sein. Stab machen wir auf Cengiz. Und hier. Oh, noch Schuss für dich. Oder so. So kann immer zwischendurch noch heilen, das ist kostengünstiger, eben zu Quelle oder reisen. Ist auch gleich kostengünstiger. Voll auf der Map. Und machen wir normale Angriffe, da brauche ich gar nicht viel drum an Mana-Punkten verschwenden. Geht ja auch so. Und weiter, weiter, weiter. Bis ans Ende der Welt. Und noch viel weiter. Nein, ich will nur zum Außenposten eigentlich. Aber meine Vermutung ist, dass es eigentlich noch nicht geht. Ah, Glück kam. Geht es schon? Der war da, der Außenposten, ja. Dämonenreiter. Dämonenreiter kriegen Kreisweg auf den Sack. Das Problem ist, das Ding hat keine Gruppe, hat nur besondere Feinde. Das ist immer blöd. Brutzel, und dann würde ich sagen, probieren wir mal Schwupp aus. Alter Modem. Au. Ah, nicht gegen sie. Sie kann noch zwei Hits aushalten. Oder einen, wenn er crittet. Okay, eine 25% Chance. Und eine 100%ige Chance. Wenn wir mal eben kurz heilen. So. Ah, super. Ah, wir können nicht lang. Arcadia, habe ich die?
Askaner da? Nee. Also kommen wir hier noch nicht rein. Dann würde ich noch ein bisschen mich rumschauen. Eventuell, wie gesagt, noch ein paar höhere Mobs. Nee, es ist ganz gut, dass wir zur Insel mal unten kommen. Hier vorne stand Talos, rechts neben mir. Hat sich der blicken lassen. Goldmans. Kreisfeger. Ab in die Hölle. Eine kurze Beschleunigung. Eine kurze Mega-Stärkung. Dass er nicht so viel Schaden ausrichten kann. Das sind so Dinge, die man braucht bei Bossfights. Mega-Stärkung, Geschwindigkeit, Schwächung, das muss man so alles hantieren und taktieren. So, Kreisfeger erneut. James macht normalen Schaden, Jessica macht eine Beschleunigung. Und immer noch Mega-Stärkung. Aber das kosten die, die haben jetzt ja nicht so viel Mana gekostet oder kosten überhaupt nicht so viel Mana. Einer schon mal down. Das heißt, nächste Runde sind alle Tütchen. Und wenn ich, wie gesagt, noch nichts finde oder ich noch nicht den Mut habe, einen Sinn zu sehen, da mich mit Dolomagos nochmal anzulegen, werde ich das nicht machen. Weil da sind sie noch ein bisschen zu schwach. Die Goldmans, die bringen richtig viel Kohle. Ich könnte noch näher aus komplett einmal abgehen. Gucken, ob ich was in und um die Insel noch finde. Auch allgemein die ganzen normalen Städte nochmal umabgucke. So. Jetzt wollte ich mal hier voraus. Oh, da ist wieder ein Käse fertig. Das wollte ich nicht. Ich wollte doch in den Alchemiekessel. So, rein damit. Und geht's, geht's, geht's. Jawohl. Merci beaucoup. Oh, abscheulich. Was abscheulich, Anka? Kreishieb ist ja gar kein Problem. Probieren wir gleich den Sensemann hinterher. Eine Mega-Schwächung und eine Mega-Stärkung finde ich ganz interessant. Okay, nicht betroffen. Das ist natürlich ein nicer Effekt, wie die angreifen. Das finde ich ganz geil, so von unten so. Wow. Oh, das war's. Das war's schon. Das war's schon. Immerhin. Na, jetzt schauen wir mal, hier ist eine Insel. Einmal kurz drumherum tuckern. Ich würde sagen, wir gucken einmal. Einmal nur kurz gucken und schauen und staunen. Da hinten ist ein Monster. Aber ich glaube, die Monster sind hier stark. Obwohl Pumpenspieler. Kreisfeger. Zinsen. Fähigkeit auf Genghis. Oh Mann. Nee, probier mal schwupp aus. Okay, 50%. Okay, auf jeden Fall eine Sterbensrate. Okay, bringen wir wenig Geld. Hallo, Mops. Fledermops. Nachtflieger. Ich glaube, das kriegen wir so hin. Dann machen wir eine. Da reicht eine Schwächung. Konzentriert sich.
5. Das, eine Schwächung und eine Konzentration. Das und das, eine Beschleunigung und eine Konzentration. Ich frage, kann der sterben natürlich jetzt auf einmal? Kann er nicht. Na. Ist er halt gestorben? Also haben wir Kupfer. Das ist ein ganz schlechtes Ding. Nein, ganz frei.